Also irgendwas hast du, weil du bist total von deinem Gesicht so bockig. Ich bin müde. Ja, ich bin müde. Also ich bin jetzt schon, könnte schon ins Bett gehen jetzt. Außerdem habe ich meine Verletzungen. So, das zerrt natürlich. Also du willst morgen nach Hause, ne? Hä? Und du hast gar keinen Bock mehr hier. Du willst morgen nach Hause. Du bist so schlecht drauf. Ich bin müde jetzt. Ich bin jetzt müde. Ich bin doch müde, habe ich doch gerade gesagt. Ich bin jetzt müde. Was soll ich denn da noch erklären? Wenn du jetzt jeden Abend irgendwie so dein Gesicht verziehst und alles nicht gut genug ist. Ich möchte jetzt nicht, dass du wieder einfach gehst. Ich bin doch jetzt müde. Was? Ich bin hier von meinen Kindern weg. Von meinen Kindern bin ich auch weg. Die heulen bestimmt. Wo ist Mama? Und du machst mir so eine scheiß Welle hier. Bin verletzt, ich bin müde. Was soll der Scheiß? Du kannst ja wenigstens nicht hier diesen Macho rauslassen, der sich dann nur umdreht, immer geht, laut wird. Es muss dann nach dir laufen. Du kannst ja auch mal sagen, wie geht's dir denn heute? Ich bin hier weg von meinen Kindern. Und nicht, ja, aber ich bin müde jetzt. Respektier das doch. Ich bin kaputt von meinen Wunden. Ich möchte von dir auch mal Verständnis. Ich habe doch Verständnis die ganze Zeit und kümmere mich. Ich glaube, sie hat das langsam gecheckt, so, dass er hier nur am Faxen machen war. Seit einem Jahr mache ich die Kinder alleine. Ja, komm. Es ist wirklich, jetzt fang ich mal brauche von dir auch mal Verständnis. Ey, komm, jetzt fang nicht so an. Okay? Ich helfe dir mit deinen scheiß Hot Banditos noch. Komm, jetzt fang nicht so an. Du brauchst immer Hilfe. Komm. Und jetzt gehst du wieder, du p***ter Macho, echt. Es macht doch jetzt keinen Sinn, jetzt aus der Emotion heraus. Anstatt, dass du mich einfach mal in den Arm einfach mal sagst. Soll das? So, ich bin aber selber mit meinen Dingern zu kämpfen. Okay, ich hab's verstanden. Ja, okay. Und ich bin hier die ganze Zeit für uns die Starke. So, bleib doch mal ein bisschen locker, Mann, ey. Bleib doch mal jetzt ein bisschen locker. Ich bin die ganze Zeit für uns die Starke. So. Ja, okay. Ich war ein Jahr lang unabhängig. Ich war mit meinen Kindern. Ich habe versucht, meinen Schlager voranzutreiben. Und jetzt sind wir schon wieder hier und ich bin schon wieder die Starke für uns. Ich versuche, in den Challenges zu kämpfen. Ich versuche, hier positive Vibes hier oben zu halten. Und du ziehst die ganze Zeit. Sagst aber, ich liebe dich und du willst wieder. Dass ich wieder, was soll ich denn machen? Und jetzt? Schatz, das liegt bei dir, so. Ich bin, wie ich bin. So, das weißt du. So, das ist meine Persönlichkeit. So, ich kann mich nicht, meine DNA ja nicht ändern. Aber wenn das so weiterläuft, ich bin halt so, dann bleibt es dabei und dann sind wir wieder am gleichen Punkt, wo wir waren. Ich bin auch Teil dieses Teams. Es ist nicht dein Team. Es ist genauso mein Team. Du bist nicht alleine in dem Team. Du weißt, wen du kennengelernt hast und mit wem du zusammengekommen bist. Und ich mache schon sehr viel für uns, das weißt du auch. Was hast du denn da gemacht? Oh Gott. Nee, das wird mir jetzt echt zu flach. Warte mal. Nein, ich will dir mal... Guck mal, jetzt gehst du wieder. Kimmel, ich schütte dich an. Glaub und denk, was du glauben willst. Jetzt alle weggucken und so tun, ob wir geredet haben. Und nicht erkennst, wer ich bin. Ja, bin. Sorry. Du bist ein arrogantes Arschloch und haust wieder ab. Tschüss. Nee, das reicht mir. Nee, das ist genug. Bringt ja nichts. Hat mir jetzt genug angehört. Hast du einmal Unterhalt bezahlt das letzte Jahr? Einmal Unterhalt? Hast du einmal Unterhalt bezahlt? Zweimal in 12 Monaten. Das ist jetzt wirklich too much. Das ist wirklich too much. Danke, Stefanie. Super.